Der endgültige Point of No Return in der Produktion ist im Anmarsch. Zweiter Teil von zwei Teilen. Norbert Nelte für ein basisdemokratische Räterepublik. Die Banken haben eine noch niedrigere Kapitaldecke als 2008 von oft unter 1%. Sie weisen Schulden oft als Guthaben aus. Die Staaten weisen ihre Schulden oft überhaupt nicht mehr gesamt aus, bezeichnen große Teile als geheim, so dass wir noch von höheren Schulden in eklatanten Höhen ausgehen müssen. Die Fed, die EZB, die Bank of China und Japan haben Billionen von Euros, Dollars und Yen für Nullzinsen an die Staaten, Banken und Konzerne gegeben, so dass unter ihnen schon etwa 20% Pleitekandidaten sich befinden, in Klammern 10 Jahre mal 2%. Zu dem Ganzen kommt dann noch, dass in Europa schätzungsweise sich mehr als 500.000 IS-Terroristen mit vielschichtigen Verbrechergesindel, Lumpenproletarier, oft mit militärischer Ausbildung, sich rumtreiben, die bei dem kommenden Crash dann die Plünder- und Vandalenheere verstärken werden. Dieser Crash läuft jetzt unter der Meeresoberfläche auf uns zu wie ein Tsunami. Wie dies Ernst Wolf sagt, alle Staaten werden von dem Tsunami dann betroffen sein. Je mehr sie mit den Zuckerbanden zusammenarbeiten, am meisten die USA und Britannien und am wenigsten Russland, Afrika und Südamerika. Ich hoffe doch, dass die Städte mit Notgeld, Äußerbeschlagnahmung und linken Arbeiterbürgerwehren die Ordnung aufrechterhalten werden. Sie haben mit den Großbetrieben und den Arbeitern dazu bessere Möglichkeiten als die Dörfer. Alle unabhängigen Marktbeobachter sind sich einig in der Beurteilung der Konjunktur. Das System ist kaputt und je länger man diesen Crash hinauszögert, umso katastrophaler wird er werden, sehen Dirk Müller, Mr. Dax, Link 1, Ernst Wolf, Link 2, Professor Max Otte, Link 3, Olga Strom, Link 4, Florian Homm, Link 5, Dr. Markus Krall, Link 6, Weig und Friedrich, Link 7, Fabian Scheidler, Link 8, Egon von Greyerz, Link 9 und unzählige ausländische Kollegen. Bisher fielen durchschnittlich alle 8 bis 9 Jahren die Krisen an, weil in dieser Zeit sich genügend Überproduktion angesammelt hat, dass die Blase wieder platzt. Dieser Crash ist schon seit 2016 überfällig. Die Überproduktion hatte die Massen zuerst in den USA 1929 in die Arbeitslosigkeit geschickt. 1932 hatte die USA dann versucht, mit Protektionismus, also Zollschrankenpolitik, dem etwas entgegenzusetzen. Das hat die Krise erst richtig verschärft, sodass die Weltwirtschaft um 50% weltweit eingebrochen ist. Nun, damit und noch viel mehr sollten wir auch diesmal 2018-19 rechnen. Es war klar,
dass die Halbwertszeit des Kapitalismus kürzer sein müsste als die 800 Jahre Feudalismus. Aber dass sie nur 224 Jahre dauern wird, war doch erstaunlich. Damit schließen wir die Vorgeschichte der Menschheit und betreten seine eigene Geschichte, selber aus freien Stücken machen kann, ohne von etwas Feindlichen, Fremden, Unbekannten getrieben zu werden. Norbert Melzer.